So gut für den Testbetrieb hier, damit ich einfach mal testen kann und eine Erfahrung sammle, wie ist das mit den Umlaufzeiten. Ja, hier in dem Bahnhof habe ich einfach mal Kontaktpunkte so gesetzt, dass die ausfahrenden Züge jeweils auf die Durchgangsstrecke gehen, egal woher sie hier kommen. Ja, und kann jetzt einfach schon mal so ein bisschen Betrieb simulieren, indem ich also hier einfach mal den Güterzug losfahren lasse. Ich habe mir auch ein kleines Signal gebaut, das mir anzeigt, ob die Durchgangsstrecke frei ist. Ne? Das ist nämlich hier diese kleine Rangiertafel, die einfach, jawohl, ne? Schranken habe ich auch schon beschaltet für den Bahnübergang. Ja, und diese kleine Rangiertafel dient mir einfach als Anzeige, ob ein Zug nach zum Zugspeicher im Norden, also als Durchgangszug, rausgefahren ist oder nicht. Diese Zugtafel hat den Vorteil, dass ich sie eben von hinten auch gut erkennen kann. Ja. Und dann können wir was ganz Tolles machen. Wir können mal hier den Zeitraffer einschalten. Das habe ich auch in Wolles Bastelwerkstatt entdeckt, dass man sowas machen kann. Und dann schwupp läuft das hier alles ein bisschen schneller ab. Ja. So, dann können wir den Postzug hier auch auf die Strecke rausschicken. Der löst hier bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof dann schon den nächsten Zug aus dem Zugspeicher aus. Ja. Ich werde ja hier unten auf dieser Strecke doppelt so viel Verkehr haben. Pi mal Daumen. Na, deswegen sollte das hier unten ruhig schnell gehen. Geht auch schnell. Na, denn ich habe ja hier zwei Einfahrten von oben, von denen Züge in diese Richtung gehen. Und da muss ich natürlich sehen, dass die hier schnell rauskommen. Na? So, jetzt habe ich eine Situation, bei der ich in meinem Testbetrieb hier schon ein bisschen aufpassen muss. Jetzt habe ich nämlich sowohl in der, ich nenne sie mal südliche Einfahrt des Hauptbahnhofs, als auch in der nördlichen Einfahrt einen Güterzug zu stehen. Ja. Und muss jetzt erst den Zug von der Durchgangsstrecke hier einfahren lassen in den Bahnhof und durchfahren lassen, weil ja beide Züge über das Gütergleis gehen. Ja, und nur der Zug aus der nördlichen Einfahrt, der kann eben aufs Gütergleis und dann raus, um das Gütergleis wieder frei zu machen. Zack, 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 da geht er ab, der Brauereizug. Ja, und dann kann der Güterzug in die Gegenrichtung auf das Gütergleis fahren und hat dann eben auch tatsächlich die Strecke frei Richtung Durchgangsstrecke. Ja, und schlängelt sich da schön über die Weichenstraße. Ja, und ich höre hier schon den nächsten Zug ankommen. Das ist auch wieder ein Güterzug. Also warte ich erstmal ab und passe auf, ob aus dem Zugspeicher im Norden wieder ein Güterzug kommt oder nicht. Das sehe ich hier erfreulicherweise im Meldungsfenster. Ne? Ich habe mir am Zugspeicher im Norden auch einfach an der Ausfahrt eine kleine Meldung gemacht. Ne? Lua-Funktion, wie ich sie auch schon am Eingang vom Kieswerk habe, am Eingang der Einfahrten in Hartenstein, Nord und Süd, ne? Dass einfach hier im Ereignisfenster gemeldet wird, dass da ein Zug kommt. Also auch wieder was bereits vorhanden ist, einfach nur ein bisschen variiert oder abgewandelt. Ne? Und jetzt sehe ich also hier, okay, aus dem Norden kommt ein Durchgangszug, der 41 vorgespannt, das ist also ein Personenzug. Ich kann also hier ganz getrost den Güterzug annehmen. Ja, da hinten kommt er schon. Der Durchgangszug. Und der kann natürlich auch gleich angenommen werden. Fährt in den Bahnhof rein. Ja, und sobald er die Einfahrt freigegeben hat, zack, kann hier der nächste, oder kann hier der Güterzug wieder raus. Ja.
Personenzug hat hier lange genug gewartet. Schwupp, weiter geht's. Na, der donnert raus. Und ja, so kriege ich hier einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür, wie der Betrieb hier im harten im Hauptbahnhof laufen wird und worauf ich achten muss. Ne? Zum Beispiel das mit den Güterzügen. Das war zum Beispiel eben nicht so offensichtlich, ne? Weil ich eben nur ein Durchfahrgleis habe für Güterzüge, was in beide Richtungen genutzt wird. Gut, hätte man drauf kommen können und ein sorgfältiger EEP-Planer kommt da sicherlich drauf oder denkt da gleich bei der Planung des Bahnhofs dran. Ja. Bei mir war das erstmal nicht so. Ich war tatsächlich in der Situation, okay, aus dem Zugspeicher kommt ein Kohlezug oder kommt der Kohlezug, also ein weiterer Güterzug. Und ich frage mich jetzt, warum ich hier aus der Einfahrt Süden noch keinen Zug zu stehen habe. Da ist was hier oben schief gelaufen. Holla, die Waldfee. Da sind hier drei Züge auf dasselbe Gleis gefahren. Das sollte eigentlich überhaupt nicht passieren. Dabei war noch ein Gleis hier frei. Na, sage mal. Das hat doch mal funktioniert. Scheint so, dass der Postzug nicht losgefahren ist, obwohl er frei war in der Einfahrt. Nee, das ist ja für den hier. So, schicken wir den erstmal richtig hin. Hier erstmal auf 30 gesetzt, dass er da schön genüsslich reintuckert. Und dann hier einfach mal darauf gesetzt, dass das klar geht. Okay, der hat auch eine Geschwindigkeit, der Brauereizug bleibt jetzt stehen. Und ach, okay, da hatte ich hier irgendwie einen Zug zu viel drin. Ne? So wie es aussieht. Wobei, der wird jetzt ausfahren, der Postzug. Und dabei einen Zug hier auf die Strecke schicken. Und wir schauen uns mal an, welcher das sein wird. Zack, und jawohl, das ist der hier. Und dann schauen wir mal, dass der... Jawohl, der hat die Weiche richtig gestellt. Nämlich hier auf Abzweig, sodass also auf sein freies Gleis eingefahren wird. Und damit ist hier alles wieder im Takt. So, können wir den... hier... annehmen. Ja, und jetzt bin ich wieder in der Situation, ich habe zwei Güterzüge an den Einfahrten zu warten, habe aber nur ein Gleis und nur eine Möglichkeit, nämlich jetzt den Kohlenzug hier anzunehmen und durchfahren zu lassen. Und wenn der raus ist, zack. So, ja, bevor wir den Güterzug dann nach Norden rausschicken, schauen wir mal, was uns der... Okay, da kommt ein Personenzug, das scheint also mit der Ausfahrt geklappt zu haben. Und die Einfahrt des Kohlenzuges klappt. Auch, der geht gleich durch. Okay, da hat die Zufallsfunktion dann nochmal dasselbe Gleis ausgewählt, das kommt vor. Ja. So. Jetzt bin ich aber hier bereit, dass ich den Güterzug nach Norden rausschicken kann, in die Kehrschleife. Und weil ich jetzt hier einen Personenzug zu stehen habe, kann ich den schon mal annehmen.
Denn egal, was jetzt aus dem Norden kommt, das hat Platz für seine drei Gleise. Ne? Es passiert nur bei Güterzügen, dass eben ein Gleis besetzt ist durch einen Zug in Gegenrichtung. Ne? Bei Personenzügen kann mir das nicht passieren. So, dann schauen wir mal, was aus dem Norden kommt. Das werden wir dann im Ereignisfenster sehen. Zack, da ist er. Durchgangszug ÖBB 2045 Öl. Das ist also ein Güterzug. Ne? Und den muss ich jetzt erstmal abwarten natürlich. Aber da hinten sehe ich ihn schon. Zack, da kommt er angezischt. Ja, man kann hier schon mal die Einfahrt freigeben. Dann läuft er hier glatt durch auf das Gütergleis. Kann den Personenzug losschicken. Ja, und Richtung Süden habe ich ja immer eine freie Ausfahrt. Man kann hier dann den nächsten Zug mal rausschicken. Ja. Warte jetzt wieder, was kommt aus dem... Da kommt die V200, der Kohlezug. Okay, den darf ich jetzt nicht gleich auf das Gütergleis schicken. Den darf ich nicht gleich annehmen. Sondern muss erst abwarten, was jetzt aus dem Norden kommt. Um zu sehen, kommt ein Güterzug, kommt ein Personenzug. Ne? Wenn ein Personenzug kommt... Jawohl, da haben wir die Meldung, es kommt der Blitz, es kommt ein Personenzug. Das heißt, ich kann hier den Kohlezug annehmen. Ja. Und da kommt da der Blitz. Wuppdiwuppdiwupp. Und den kann ich auch gleich annehmen. Der fährt rein. Ja, fährt auch hier das Gleis für die Durchgangszüge. Juckuhu. Und dann kann ich den Kohlenzug auf die Strecke schicken. Ja. Und nach einer kurzen Wartezeit kann auch der Blitz auf die Strecke und holt mir dann eben gleich aus dem Schattenbahnhof, aus dem Zugspeicher hier, den nächsten Zug. Das ist ein Personenzug. Wunderbar. Na, den kann ich also im Prinzip auch schon gleich annehmen. Das heißt, wir können hier das Signal mal richtig auf Langsamfahrt stellen. Na, damit er mir nicht mit 60 in den Bahnhof hier reindonnert. Ja. Ihr seht auch wunderschön, die Fahrstraße wird immer aktiviert und abgeschaltet, sobald der Zug sein Gleis da erreicht hat. Aus dem Norden sehe ich anhand des Ereignisfensters kommt jetzt ein Güterzug. Passt also auch wunderbar. Na, dem kann ich im Prinzip auch schon die Einfahrt freigeben. Na, denn der Personenzug hier wartet natürlich schon ungeduldig auf seine Freigabe. Schwuppdiwupp, auf geht's. Ja. Also, das läuft soweit. Ja, ich brauche hier natürlich eine entsprechende Anzahl Züge, deswegen habe ich hier die ganzen Züge aus Hartenstein auch im Umlauf drin, damit die Zugspeicher jeweils voll sind und auch wirklich halt ein Zug rausgeschickt wird. Ja, wenn hier zum Beispiel kein Zug stünde, da würde zwar der erste ankommende Zug den hier losfahren lassen, aber wenn ein leeres Ausfahrgleis freigeschaltet wird, dann fährt natürlich kein Zug los, ne? Und der nächste Zug hat dann eben keinen, um einen auszulösen. Also diese Schattenbahnhöfe, die müssen im Prinzip immer besetzt sein, voll besetzt sein, also so voll besetzt sein, wie es jetzt hier ist, nämlich ein Zug steht in der Ausfahrt bereit und ein Einfahrtgleis ist frei. Alle anderen Gleise sind besetzt. Ja, das heißt, ich werde hier im Umlauf noch weitere Züge
hinzufügen müssen. Na, ich brauche es ja noch für den Ablauf, wie gesagt, ein Güterzug kommt ja noch dazu, der aus den mit den Gütern aus Hartenstein bestückt wird. Und ja, ne, für Hartenstein kommen natürlich auch noch ein, zwei Personenzüge dazu und dann sehen wir mal weiter, wie viel wir da noch brauchen. ja, nächster Schritt ist dann also hier erstmal die für die Güterzüge weitere Gleise zu schaffen, ne? Damit ich also nicht in die Situation komme, ich will ja den Hauptbahnhof hier automatisch betreiben. Da habe ich auch schon was im Kopf, eine etwas besondere Lösung, wie ich das mache, damit ich auch hier wieder einen möglichst dynamischen Zugbetrieb habe. Ja, wie ich ja schon durch die Zugspeicher hier mit der zufälligen Zugfolge habe, damit ich halt möglichst viel Abwechslung habe. Nicht fest nach Fahrplan, die Züge immer in derselben Reihenfolge, sondern eben möglichst kunterbunt durcheinander und unerwartet. Und damit eben auch für Hartenstein der Spielbetrieb nachher interessant wird. Ja. Aber das nächste wird sein, eben hier im Hauptbahnhof weitere Gleise anzulegen für die Güterzüge im Durchgangsverkehr. Denn wenn von hier oben ein Güterzug kommt, ist ja die Durchgangsstrecke besetzt und ich kann eben dann nur Richtung Hartenstein einen Zug ausschicken. Ja. Und die Ausfahrt Hartenstein wird aber auch nicht immer frei sein, ne, weil ich natürlich zwischen Hartenstein und dem Hauptbahnhof Verkehr haben will. Ich brauche hier also, denke ich mal, ich bin fast versucht zu sagen, für jeden Güterzug, den ich hier habe, es sei denn, er geht direkt in einen dedizierten Rangierbereich rein, aber für die Güterzüge auf der Durchgangsstrecke brauche ich hier auf jeden Fall jeweils ein eigenes Gleis oder vielleicht eins weniger, sodass ich also hier mit zwei oder drei Gleisen auskomme. Ja, ich habe im Durchgangsverkehr den Kohlezug, den Ölzug und den Kühlzug. Das sind drei, plus der Zug, der hier in Hartenstein zusammengestellt wird, geht aber in den Rangierbereich rein. Der braucht hier nicht auf einem Durchfahrgleis zu warten. Also drei Züge, von denen einer eben maximal in der Ausfahrt stehen kann. Ein Personenzug von hier kann ich eigentlich immer annehmen. Also sollte ich mit zwei Gleisen auskommen, weil es kann dann eben maximal vorkommen, dass ich zwei Züge hier im Bahnhof zu stehen habe und ein dritter steht in der Einfahrt. Ja, dann brauche ich drei Gleise. No? Ja, wenn die Ausfahrt nach Hartenstein da nicht frei ist. Ja, ich brauche also hier 1, 2, 3 Parallelgleise für die Güterzüge auf der Durchgangsstrecke. Entschuldigung. Und ein viertes Gleis als Durchfahrgleis für die Züge aus den Rangierbereichen und aus dem Betriebswerk, ne, was ich dann hier und hier anschließen kann. Das hat sich ja so wunderschön schon ergeben. Ne? Ja, okay, schauen wir mal, ob ich mich verquatscht habe und hier über eine halbe Stunde schon aufgenommen habe. Notfalls muss ich da was rauskürzen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.